Ich glaube immer noch, dass das eine schreckliche Idee ist. Nein, Quatsch, es wird fantastisch. Richtig dekonstruktiv oder so. Overgang und Joey starten auf die riesige rote Kugel, die über den nahegelegenen Gebäude ragte, während sie nachdenklich Eierlikör nippten. Es hingen mehrere hunderte winzige Bäumchen von der Seite des Objektes. Overgang stellte eine Frage. Es sind nur 1 Stunde und 10 Minuten bis Mitternacht. Was passiert, wenn es Weihnachten ist? Geschenke werden passieren. Geschenke werden passieren? Geschenke werden passieren. Überall. Geht's genauer? Es verursacht buchstäblich Weihnachtswunder. Geht's noch genauer? Kranke Kinder werden gehen können. Der kleine Tim wird seine Geschenke bekommen und Scrooge wird das Licht sehen. Die Stadt wird voll Jubel und Wohlgefallen sein. Kinder werden die Treppe hinunterlaufen, um zu sehen, wie der Weihnachtsmann gerade durch den Schornstein davonsteigt. Reiche Menschen werden Bettler in ihre Häuser lassen. Jede Kirchenglocke wird 12-mal läuten. Ein launischer alter Mann wird zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder lächeln. Kinder werden Schlittschuh laufen, während sie glücklich lachen und werden von ihren ansonsten abweisenden Eltern begleitet. Der Schnee wird fallen und bis zum Morgen schöne weiße Felder hinterlassen. John McClane und Hans Gruber werden einen Nervenkrieg führen. Der kleine Macaulay Culkin wird ein Diebesduo bekämpfen. Das Herz des Grinch wird um das Dreifache wachsen und Charlie Browns trauriger kleiner Baum wird die Liebe erhalten, die er verdient. Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das perfekte Weihnachten. Nun, das klingt ja wirklich liebreizend, wenn auch etwas langweilig. Und da es bei Weihnachten um das kleine Jesuskind und Maria geht, wird jede jungfräuliche Frau in der Stadt spontan gebären, woraufhin das Neugeborene sofort von einem Haufen Gold, Weihrauch und Myrrhe zerquetscht wird. Das ist schon besser.